Ja, so viel muss ja gar nicht abgetragen werden. Ja, eben. Blumengras ist mir schon in die Mine hinterhergewachsen. Oh Gott. Wie gesagt, ansonsten, ich habe ja Rezepte hinzugefügt. Wir können also auch manuell Blümchenwiese erzeugen. Guck mal ganz kurz, was ich da genommen habe. Ich glaube, alle Arten von Blumen. Genau, einmal dort und dann irgendeine beliebige Blume. Da hat man. Also dann hat man wieder gesagt. Blumenwiese. Genau. Ah. So. Ist halt die Frage, ob die Blumenwiese sich dann auch ausbreitet oder ob die dann nur sich auf dem Biom ausbreitet. Da müssen wir tatsächlich mal im Quellcode schauen, weil ich weiß nicht, also die Grassachen, die auf der Erde drauf wachsen, die sollen sich wohl, solange die zu der Gruppe Flower gehören, nicht wohl ausbreiten, aber eben, ich weiß nicht, inwieweit das wackelt. Hm. Ob es da so einen Mechanismus auch gibt. Na gut, wenn die schon in die Höhle mit nachwächst, dann ist die Chance ja relativ groß. So, das muss bleiben. Ah doch, hier, okay, wächst. Ja. Oh ja, oh ja. Sehr schön. Nice. Das ist also bei unserem Tal nur deswegen wie das andere Gras, wo das halt da drunter wächst und damit näher dran ist. Und da bin ich auch schon wieder. Psst, alle leise, er macht seine Begrüßung. Erstmal eine schöne Begrüßungsrede. Ja, willkommen hier auf meinem Server. Der ist entstanden in jahrelanger Kleinstarbeit. Einzeln habe ich zusammengesetzt, um dieses Machtwerk zu erzeugen. Ende. Damals. Damals 1973. Was? 1973? Da habe ich schon gelebt. Sehr gut. Hier werden schon wieder Muffins verschenkt. Ja, ja, ich hab schon gesehen, da liegen irgendwelche Gerichte rum. Ja, vielen Dank. Oh, apropos Nahrung. Meine Sättigung bewegt sich auf einem kritischen Niveau. Erstmal eine Zwiebel. Erstmal eine Zwiebel reinhauen, mit Brot. Oh! Ja, Mann. Zwiebel mit Muffin. Oh, das muss eine Kombi sein. Zwiebelmuffin. Ich meine, solange du so einen milden Teig, Herbenteig benutzt, geht es ja vielleicht sogar. Aber gib mal so ein klassischer, richtig schön süßer Schoko mit deinen Zwiebeln hinterher. Oh. Danach ist alles vorbei. Danach ist alles gelaufen. Auf. Ja. Wie weit wollen wir uns denn eigentlich ausbreiten? Na, ich würde erstmal hier direkt um diese, so ein kleines, naja, ich sag mal so eine Einmulde. Und hier rum können wir uns ja erstmal so schön ausbreiten, praktisch von dem jetzigen Gebäude in meine Richtung ausbreiten. Okay. Also quasi die gesamte Fläche, die ja schon von Bäumen befreit ist. Dürfte erstmal so als Grundfläche groß genug sein. Ja. Oh, da hinten ist die angesprochene, oder das angesprochene Bananenbiom. So, für Nahrung ist also hoffenweise auch Bananen. Ja. Na gut, ich meine, für Nahrung ist sowieso gesorgt. Die Zwiebeln, die reichen 3 Jahre. ja, auf jeden Fall. Oh, Thomas ist im Untergrund. Ja, da ist auch Baked Clay schon. Oh, nice. In verschiedenen Farben. Das Einzige, wo wir, wie gesagt, ein bisschen länger suchen dürften wahrscheinlich, ist ein Eisen, da der Mensch geizig ist. Das Problem überlasst mir. Okay. Aber es ist mehr spaßig, ich bereite mal ein bisschen die Treppe runter vor, dass wir den Weg haben, aber wir gehen gemeinsam, ist sicher lustiger.
Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Weil das einzige Problem bei dieser Blümchenwiese ist, dadurch, dass die Erde selber schon so extrem kontrastreich ist, siehst du diese Kanten kaum. Ich bin immer wieder, wo hört denn jetzt die Kante auf? Weiter? Ist schon. Bin ich voll? Ich bin voll. Ja, sag mal. Das gibt's doch gar nicht. So. Achso, siehst du, wir haben uns noch gar nicht auf den Namen geeinigt. Wollen wir das jetzt noch machen mit diesem Ether City? Joa, passt doch. Schokolade? Oder was ist das da so? Ja. Hab mir mal ein Päckchen Salzstangen aufgemacht. Das ist zum Frühstück das Beste, was man machen kann. Ah, ja. Auf nüchternen Magen. Auf nüchternen Magen tut das echt gut. Genau. Genau das war meine Intuition. Intuition. Doch, ne? Ja, okay. Ich hatte zwar in Deutsch immer eine 5, aber egal. Englisch auch. Ich war witzigerweise in Englisch, oder bin in Englisch witzigerweise besser als im Deutschunterricht. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, weniger an Deutsch als an den lateinischen Fachbegriffen im Deutschunterricht, aber trotzdem. Da wird er wieder wach, der Trauma. Plus Quamperfekt. Ich hasse es noch heute. Ja. Dragon hat einen Keks. Dragon gibt mir Kekse. Er gibt mir Kekse. Ha, kriegt keiner. Alle meine. Yay. Schnell wegrennen. Was? Gibt wieder Kekse? Kekse? Ja, Kekse, ja. Hab Kekse. Grad hier. Inventar ist voll. Verdammt. Wow. Dann isst deine Salzstangen mal schneller. Ja, genau. Wie er extra ans Mikrofon rangeht, ja. Pass mal auf, dass du das Mikrofon nicht auch aus. Njam, 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 njam. Genau. Njam, njam, njam. Oh, Donuts. Meine Güte. Gibt's die auch mit Senf? Donuts mit Senf? Lecker. Bam, lecker. Kann man den Battle aufstellen, was besser ist? Muffin mit Zwiebeln oder Donuts mit Senf? Njam, 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 njam. So, Farm leer. Oh. Gut, dann gucken wir mal, wie wir das hier am besten wieder aufpflanzen. Also, eine Seite, Zwiebeln, Rhabarber, rote Beete, so die ganzen eher würzigeren Sachen. So eine Reihe pro Zeug, oder was? Oh, hier. Na, die Frage ist ja, wollen wir, wie gesagt, wieder alles anbauen oder uns jetzt eher auf Kartoffeln und so konzentrieren? Also Kartoffeln und Gurken vor allen Dingen, weil... Stimmt, die Gurken, die bringen auch was. Ja. Gurken rennt einfach weg. Ja, ich habe Gurken geholt. Was haben wir denn überhaupt hier? 3 und 3 und 1 in der Menge. Celine verlangt es. Zwiebeln? Hier, die Sachen, die auf dem Boden liegen. Tja, meins. Dankeschön. Ja. Kekse. So, haben wir jetzt mal 2 Reihen Zwiebeln. Dann machen wir jetzt mal 2 Reihen Rhabarber. Mach mal Gurken. So, dann 2 Reihen, was auch immer. Und dann kommt. Die guten Gurken sind das. Da kommt erstmal nur 9. Da kommt erstmal nur eine Reihe hin. Was ist? Beziehungsweise ich kann mal gucken, ob in den Kisten noch was drin ist. An Roten, an Zwiebeln. Rote Beete habe ich auch noch 2 von.
Also zwei reinzwiebeln. So, dann kommen jetzt Erdbeeren. Das ist das Wichtigste auf der Welt. Die guten Erdbeeren? Oh, Celine, he think a strawberry is the most important. Ja. Wow. So. Gurken hast du schon angepflanzt, ne? Gurken habe ich schon gemacht, ja. Das hier in der dritten Reihe. Okay, gut. Du machst jetzt Kartoffeln, davon machen wir gleich mal vier rein oder so, weil wie gesagt, das ist halt das, was definitiv am ergiebigsten gebraucht wird. Oder so. Kartoffeln sind auch extrem random. Da hat man echt, mal hat man nur eine, mal hat man fünf und... Die anderen Sachen, die sind meistens gleichbleibend. Bei den Gurken zum Beispiel hat man meistens vier. Wie gesagt, die Kartoffeln, die sind halt extrem random. So, Lager voll, passt doch. Das ist doch schön. Tada. Nice. Ausgezeichnet. Hier wird schon fleißig Haus gebaut. Ja, yeah, I need some area, I'm moth. What? Ich höre komische Geräusche. Quack, quack. Achso, siehst du, bevor ich welche anlege, hat jemand noch Holzzäune? 20 von den normalen und 96 von den dünnen. Nee, von den normalen eben. Ich will diese dünnen hier noch ein bisschen unterteilen, weil das sieht immer so unnatürlich aus, wenn die hier so ewig dünn lang gehen. Ich meine, die müssen ja durchbiegen. Ja, man kann dazwischen noch irgendwie was setzen, wa? So, genau. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halt also zwei Unterteilungen, bleiben drei übrig. Nein, bleiben nicht zwei Unterteilungen. Dann bleiben 8 übrig. Ist eine scheiß unkorrekte Zahl. Okay. Achte auf deine. So. Ist Kinder anwesend. Das Objekt Ronny schaltet im kinderfreundlichen Farbengebung um. Bitte warten. Hello, I'm from Japan. Gut, okay, ist jetzt nicht ganz, aber es sieht gut aus. Ach, passt doch. So, sind die auch 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dann macht das hier genauso. Du kommst einmal raus. Oh, du kommst einmal raus. Ja, die Farm ist symmetrisch, irgendwie basierend auf den Wasserlöchern, den theoretischen. Pi mal Daumen. Genau. Hier hat schon jemand Vorarbeit geleistet. Na ja, klar. Sehr schön. Und jetzt schön überall Fackeln drauf, dass es dann irgendwann in der Nacht auch mal hell wird. Ach, geht wieder. Irgendwie hatte ich Probleme mit Mumble gehabt, dass irgendwie keinerlei Sprache mehr angekommen ist.
Ja, hat man gehört, dass da war so die ganze Zeit so ein Klacken, wie als wenn sich jemand gerade die Nägel schneiden würde oder sowas. So klick, klick, ganz kurios. Sehr aber, ja, merkwürdig, aber jetzt geht's wieder. Definitiv. Sehr gut. So, dann würde ich mal sagen, den Höhleneingang, den ich aus Versehen angefangen habe, den lasse ich so weit, der sieht so aus, dass man den definitiv so lassen kann. Und dann fange ich das bei der richtigen Höhle an, den Höhleneingang zu bauen. Ich war nämlich komplett bei der falschen Höhle. Mein Homepunkt ist in einem Gebäude gewesen. Sehr gut. Oh. Ja, ich habe den vorhin einfach so gesetzt und nun, als ich gerade gespawnt bin, saß ich in einer Wand. Du warst einfach darauf bedacht, Holzwürmer zu suchen und den Zustand des Bauwerkes zu überprüfen. Sehr intensiv. Ja, natürlich. Genau. Einfach nur schönreden, dann passt das schon. Ich habe mich jetzt mal im Lager als Homepunkt gesetzt. Ja, eben, genau. Ich hab hier direkt auf so einem Wegekreuz Homepunkt gesetzt, in der Hoffnung, dass hier nichts gebraucht wird, was hier schlecht werden könnte. So, wie ich jetzt hier den Eingang von dem Tunnel schön bauen soll, bis wohin soll denn das weiße Gebäude hier werden? Jetzt natürlich beim Salzstangenknuspern. Oder mit der Audioaktivierung ein bisschen blöd. Aber sollte richtig. So, das Gebäude ist das Dach über dem Loch oder so. Ja. Okay, gut, dann brauche ich nämlich den Tunneleingang quasi als Keller. Sieht schon, das Mumble-Overlay funktioniert. Ich hoffe, die Lautstärke von den anderen ist relativ annehmbar. Also Tin habe ich auch schon gefunden. Testen. Aber es geht in die Gameplay-Lautstärke mit ran. Ich habe meinen Chest vorhin ein bisschen leiser gemacht. Na, kann man hier gar nicht so viel dieser Umrechenfaktor von 8 zu 1. Der geht jetzt inzwischen. Also immer 8 Kupfer auf 1. Die anderen mal ganz kurz. Sinn. So, jetzt haben wir mal ganz kurz einen kleinen Augenblick Ruhe für uns. Ja, ihr seht, das Issa City Let's Play ist im vollen Gange. Wir bauen ein bisschen Stadt. Und wir machen ein bisschen andere lustige Sachen. Und ich habe mich jetzt gerade einfach mal stumm geschaltet, damit das Gelaber niemand von den Kollegen hören muss. Also Let's Play ist im Mindtest-Forum entstanden. Verlinkt ist natürlich alles wunderbar, wie sich das gehört. Ist am Samstagmorgen um 10 natürlich so ein bisschen Hardcore. Von daher bin ich mal kurz so ein bisschen müder als sonst, als sowieso schon. Ihr habt alles an Versorgung, was man braucht. Die angesprochenen Salzstangen habe ich hier. Ein bisschen Knabberkram habe ich hier. Das gute Mineralwasser habe ich hier. Wobei es natürlich auch noch ganz viele andere tolle Mineralwassermarken gibt, die alle genauso gut sind wie dieses Mineralwasser. Und ja. Der Stadtbau geht gut voran. Wir haben ja alles schon ein bisschen platt gemacht inzwischen. Wir können ja ganz kurz mal gucken, was wir jetzt gemacht haben. Schon das Lager hier, der Lagerbunker, da muss natürlich noch schön Dach drauf und die sollen doch mal vielleicht noch irgendwie Holz reinmachen. Hab jetzt natürlich gerade kein Holz dabei. Unsere kleine Farm, die auch schon wieder komplett vollgewachsen ist, die komplett wieder geerntet werden kann. Hier hat Celine schon so ein bisschen was gebaut, hier ist ein bisschen was gebaut. Nach hier hinten kann man sich natürlich dann schön ausbreiten, so einmal rum hier irgendwie um diese Flussschlaufe. Und die Dings hier unten die Anzeige da, die ist so ein bisschen kaputt irgendwie, keine Ahnung woran das liegt. Soll mich nicht weiter stören, es funktioniert. Ja, Wegebau, hier haben wir dann den Abstieg in die Höhle, da gucke ich auch nochmal rein. Hier wäre natürlich schön so eine Ecke, da würde ich dann auch ganz gern mein kleines Häuschen hinbauen. So, mal gucken, wie wir das dann machen, wie die Grundstücke gebaut werden und so weiter und so weiter. Ansonsten sieht hübsch aus, die Welt. Der Platz hier ist schön. Der Baum da hinten ist natürlich super.
Ja, ich habe hier so ein bisschen Deko schon mal angebracht. Hier einen kleinen Bogen, den kann man vielleicht doch noch wieder eins tiefer machen, obwohl es geht. Na, vielleicht kann man hier noch den Bogen eins vergrößern und dann hier oben aufs Dach dann drauf. Cobblestone und da wächst Erde gut. Ja, die Mod, da muss man mal gucken. Wir haben jetzt 2 Stunden, also Hälfte ist rum. Angesetzt war 4 Stunden aufnehmen. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Wo sind denn jetzt wieder alle hin? Wir gucken dann gleich mal. Und da würde ich sagen, schalte ich mich mal wieder mit ins Geschehen. Relativ viel. Und, aber ein eine Kaffeetasse gibt damit mal einen einzigen Sättigungspunkt. Gucken wir mal, was passiert, ne? Also 1 oder 2 Sättigungspunkte. Also ein echter Witz. Entspräche ja dem natürlichen hohen Wasserverbrauch für Kaffee. Eigentlich umweltzerstörend. Eigentlich schon, ja. So, habe ich irgendwas Spannendes verpasst? Ich habe gerade mal mit meinen Zuschauern gesprochen. Was Spannendes verpasst? Ja, also, Ich habe nur irgendwas mit Kaffee gehört und Kaffee ist immer gut. Ja, wir haben gerade genau das Gegenteil behauptet. War also ganz gut, dass du nicht zugehört hast. Ach so, so. Ja, ich merke das schon. So, the Dimension of mein Kellerobjekt passt. Oh. Ja, ich wollte gerade einen Keller aus. Muss nur gucken, wie groß der ist. Oh, ein großer Keller, ne? Wird. Na, so groß von der Dimension, wie das Gebäude, was da drüber ist. Weil es soll ja dazu ein passendes Kellergeschoss, Dingster Bumster werden. So, ich würde mal sagen, als Untergrund für das Kellergeschoss lassen wir diesen Cleanstone. Die Seitenränder. Da auch Cleanstone? Nee, da fehlt dann der Kontrast. Die Frage ist nur, mache ich das mit Sandstein und mit diesem texturierten oder Cobblestone? Also auf dem Boden würde ich Cobblestone machen. Auf dem Boden Cobblestone? Okay, gut. Nur zum dann Laufen halt. Okay. Gut, dann klaue ich hier den Cleanstone auch weg. Und an die Wände kannst du dort diese schönen Steine machen. Ich hab Cola oder Fanta? Ich hab Fanta. Ja, dann. Gerochen. Also seitlich auf so knapp 100 Meter Tiefe ist das Höhlensystem enorm noch verzweigt. Sehr schön. Ja, ebenso. So Höhlensysteme habe ich mir unter diesen Mapständen noch gar nicht so angeguckt, wie die eigentlich aussehen. Cool. Ja, dann habe ich also auch relativ gute Höhlen. Möchte auch sein, weil es ist mein Test, ne? Da geht's um Bauen drin und Spaß haben beim Buddeln. Und so. Da sollten die Minen dann schon gut sein, auf jeden Fall. Jo. So, dann nochmal Flucht überprüfen und hoffen, dass der Keller auch tatsächlich so geformt ist, wie er sein sollte. So, gut, für Steinarbeiten wäre natürlich so eine Spitzhacke optimal, ne? Ja. Schon irgendwie. Ich kann mich erinnern, in den Handbüchern irgendwie sowas gelesen zu haben, ja. Irgendwie ist da sowas erwähnt gewesen, ne? Wie war es? 26? Ist doch noch nicht voll. Voll wäre 31. Ich hatte nichts mehr. Ich konnte den Möhrensaft erst nicht nehmen. Jetzt bin ich aber auch gesättigt. Yay. Boah, aber echter Möhrensaft schmeckt doch echt. Oder, ja doch, genau, schmeckt doch echt geil. Also, ja, also besser als Tomatensaft, sicher. Ja, Tomatensaft schmeckt ja nicht so. Den gibt's hier bei Makro. Also, ich muss zugeben, ich habe Tomatensaft nur einmal getrunken, von daher kann ich, ob es einfach nur in dem Fall schlecht gewählt war oder allgemein. Ja, Tomatensaft schmeckt mir absolut gar nicht. Naja, verdünntes Tomatenmark, ne? Wie mag das schon schmecken? Ja. Ich weiß es. Wie verdünnter Tomatenmark. Yay! Nein! Ich hab eins. Oh, ich hab mich eingebaut. Tja.
Strafe kommt sofort. Ich bin mal wieder im Tageslicht. Wo ist meine Sonnencreme? Ich kriege hier jetzt Getränke. Ach, Karottensaft. Sehr schön, vielen Dank. Und ja, ein leeres Trinkglas bleibt über. Fühlt dich mal in Sicherheit. Eigentlich wollte er dich ertränken. Ach, verdammt. Schnell weg. Die ersten neun Eisen sind im Ofen. Yay! Ich schmeiß mal 11 dazu. Zack. Oh, die Blätter verbrauchen sich aber schnell beim Brennen, ne? Ja. Blätter halten relativ kurz. Der Vorteil bei den Blättern ist halt, die Sachen, die du halt brennst, verbrauchen nicht länger zum Backen, sondern du musst einfach nur öfters mal Sachen nachlegen. Na. Aber eben so viele Blätter, wie wir haben, da ist das auch nicht so schlimm, wenn du dich etwas ganze Kiste voll, das ist egal. Eben. So, was wollte ich jetzt hier oben eigentlich? Irgendwas wollte ich holen. Kupfer 6 Tin. Leckt extrem? Soll ich neu starten oder? Nö, geht. Ich bin auch zufrieden. Okay. Als du meintest mit dem Keller die Seiten mit Schönstein auskleiden, meintest du da diese Steinziegel oder hast du da was anderes gedacht? Ja, du kannst ja aus den gebrannten Steinen kannst du ja diese Ziegelblöcke, diese Steinblöcke. Genau. Das ist eigentlich immer so mein Standard. Cobblestone auf dem Boden, die Blöcke dann an die Wand und Decke halt nach Bedarf. Okay. Der Decke ist jetzt nur ein Stick, von daher ist da quasi dieser Sandstein, der... Gut, der ergibt sich dann ja dadurch. Genau. Stimmt, ich wollte Cobblestone. Ich sollte noch wissen. Ja. Hab nämlich nur noch 17. Das ist soweit. So, 920. Ich versuche wieder ein bisschen aufzuräumen, gar nicht so einfach. Auch wenn jeder einfach seinen Kram in die Kiste schmeißt, ne? Irgendwann haben wir einfach mal so 40 Kramkisten, keiner weiß, was das ist. Weil man könnte sich natürlich auch die Mühe machen, irgendwie mit Pipeworks ein automatisches Filtersystem einbauen. Das habe ich immer. Riesenlager, automatische Sortierung, das ist Standard. Aber hier hat es Pipeworks? Pipeworks nicht, aber diese, wie gesagt, hier ist ja Drawer mit drauf und da gibt es auch Drawer Controller. Also da schmeißt er einfach alles in den Controller rein und der verteilt dann automatisch die entsprechenden Dinger. Okay. Nur eben, dazu müssen wir hier erstmal alles auf Drawer umstellen. Der Vorteil bei den Drawern wäre natürlich, dass man, wie gesagt, gleich von außen sieht, was drin ist. Nachteil wäre halt pro Block kann man maximal 4 verschiedene Items einlagern. Wobei, so viele Kisten wie wir haben, geht das tatsächlich. So, was wollte ich denn noch? Nur weil das da ist halt die Frage, wie das mit der Framerate dann aussieht. Das sind dann ja alles Entities, die da vorliegen. Ja, eben. Ich meine, hier geht es tatsächlich zum Beispiel noch, wenn wir, also jetzt angenommen, wir würden die ganzen Schilder hier mit damit ersetzen, dann würde das tatsächlich noch gehen. Mhm. Bei dem Micron-Server, da habe ich aber zum Beispiel ein Lager mit, weiß nicht, über 80 Kisten und da merkt man es dann doch schon, dass die Framerate merklich runtergeht. Ja. Also man darf es halt nicht übertreiben. Aber so kleinerer Lagerraum wie hier, das ist kein Problem.